Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von New World Aeterno. Wir sollen fange eine Schnecke im Süßwasser, fange eine Muschel im Salzwasser. Süßwasser, Salzwasser, okay. Also hier können wir uns mal einen Wegpunkt setzen. Also gleich hier. Wie soll ich die fangen? Mit der Angel, oder? Wie soll ich die fangen? Vielleicht zum Angeln? Köder anbringen. Was mögen die denn? Die mögen doch nicht sowas. Oh, vielleicht das. Steht hier. Dann werfen wir mal die Angel aus. Das war nichts. Nochmal. Nein. Ich muss festhalten. So. Komm, put. Na komm. Ja, ich habe einen Fisch. Super. Fange eine Schnecke im Süßwasser. Ich will nicht mal angeln. Nee, ich will nicht mal angeln. Nein, beenden. Okay. Wo finde ich denn jetzt Schnecken? Viel zu weit. War ich hier irgendwo? Das sind Steine. Aber hier können wir nochmal rumgucken. Ach, ich brauche nicht so viel Wasser. Noch keine Bergziegel. So. Ich habe noch keine gefunden. Ich war schon richtig da. Fange eine Schnecke im Süßwasser. Wie denn? Ohne Köder vielleicht? Ich bin richtig. Nein, ich bin zu weit. Aber soll ich schwimmen gehen? Da leuchtet was. Hm.
Okay, hier bin ich. Dann muss ich angeln. Ohne Köder. So. Na komm. Was auch immer da dran ist. Ich guck gleich mal im Tagebuch. Schon wieder ein Fisch, ich will keinen Fisch. Tagebuch. Also, Ziele. Der melancholische Köder. Bringe eine Schnecke im Süßwasser und eine Muschel im Salzwasser. Zerlege sie dann als Köder auf. Aber wie wird nicht gesagt? Uns was gegeben. Das sind nur Feuersteine. Nein, nicht schon wieder Wasser. Ich habe jetzt 100 Kilo Wasser mit mir. Aber doch dann gekennzeichnet sein. Zumindest. Ich habe keine Ahnung. Soll ich denn hier Schnecken finden? Ich weiß ja gar nicht, wie die aussehen. Sag mal, gehst du auch auf Schneckenjagd? Ich komme hinter dir her. Alle auf Schneckenjagd? Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Belagerung von Akten. Tag 1. Wir haben uns zum Turm zurückgezogen. Die Verderbten bedrängen uns von allen Seiten. Unsere Verteidigungslinie wurde durchbrochen und unsere Kameraden sind geflohen. Wer noch imstande war, den zweiten Weg zurückzulegen, hat an diesem uralten Ort Zuflucht gesucht. Wir errichten Befestigung. Hier werden wir Widerstand leisten. Ich glaube nicht, dass es reichen wird. Danke. Kiste der Ahnen immer mit, schnell mit. Bist du eine Schnecke? Naja, Schneckenhaus ist da. Die Ahnen und ihre Wächter. Die Ahnenwächter Eternums verehren zwar eindeutig die Gesellschaft der Ahnen, sind aber selbst keine Ahnen. Die Statuen in Ruinen wie Arktur lassen darauf schließen, dass die Ahnen vier Arme und ein gespaltenes Gesicht hatten, was die Skelette, die die Ruinen bewachen, nicht aufweisen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Skelette durch
die Ruinen der Ahnwanken von Ketzern und Verrätern gegen ihre Menschlichkeit abstammen, die die Ahnen verehrten. Richterin Amano. Das interessiert mich nicht. Ich bin hier eigentlich nur hier wegen Schnecken. Ich, okay, das nehme ich auch noch. Ohne der Ahnen nehme ich auch noch genau. Danke. Aber ich bin eigentlich hier wegen Schnecken. Ach, hier. Faulwurzel. Ja, toll. Ich habe keine Schnecken gesehen. Das sind nur wieder hier Feuersteine. Das ist aber mies. Können wir tauchen? Also, ich meine ja nur. Auch ein Feuerstein. I have no idea. Feuerstein, Feuerstein. Ich habe keine Ahnung, wo wir diese Schnecken jetzt herkriegen sollen. Okay, wir gehen mal hier muscheln. Nicht aktuell. Aha. Bevorstehender Krieg. Was interessiert mich das? Ich habe mit niemandem Krieg. Ich gehöre niemandem an. Aber... dann will ich sagen, lassen wir das erstmal, weil ich habe keine Ahnung, wie man hier Schnecken findet. Feuerstein. Vielleicht sind die zwischen den Pflanzen. Feuerstein. Gesagt, finde ich das ein bisschen komisch. Kann man nochmal mit ihr reden? Hat was gefunden. Ich sammle nur Wasser. Was sammelt er denn? Nein, ich will kein Frischwasser. Hör auf. Leuchtkäfer. Okay. Leuchtkäferschiff. Nein. Ach, ist schon wieder Wasser. Ja, die Animation ist irgendwie kaputt. Oder gab es da keine Animation zu? Schick mal die Waffen weg. So. Was hat er denn hier gemacht? Haben wir vielleicht schon... Nö. Interesting. Frischholz. Nein.
hier was gesammelt. Vielleicht können wir das noch gar nicht. Wie sammle ich Bettstiegel? Okay, ich habe keine Ahnung. Seht ihr irgendwo Schnecken? Ich sehe keine Schnecken. Das ist wieder so eine Sache. Vielleicht bin ich auch blind. Leuchtkäfer. Nicht immer Wasser nehmen. Nimm das noch. Rohrkolben. Feuerstein. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Er war hier zugange. Hat der Wasser gesammelt? Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht hier die Schnecken sind. Okay, lassen wir das. Ich habe schon wieder Wasser genommen. Ich habe schon wieder Wasser genommen. Du sollst diese Dinger nehmen. Oder sollen wir das machen? Kriegen wir einen Schnee? Ach komm, wir machen das. Haben wir das schon gelesen? Logbuch der Tode. Tod 7. Oh Mann. So. Tod 7. Bei den zur zweiten Etage führenden Treppe in die Enge getrieben worden. Tod 8. Hab's nur knapp hinter die Tür geschafft, bevor ich von allen Seiten von Ahnen umschwemmt wurde. Tod 9. Die oberste Etage erreicht. Diese Aktur Pikenie und seine Verbündeten haben sich als zu stark erwiesen. Ich bin nur wenige Meter vor dem Schatz gestorben. Der Schatz ist so nah, ich kann ihn schon fast riechen. Wie grausam und unfair von diesen Skeletten, einen Schatz zu bewachen, den sie selbst nicht mehr verwenden können. Ich werde heute Nacht versuchen, Nummer 10 starten. Und ich kenne sie und werde bestimmt siegreich sein. Ja, oder auch wieder tot. Gut, wir gehen mal rein. Ohne der Ahn. Stimmt.
Stunden da an. Okay. Die haben ja schon... Belagerung. Wir haben uns zum Turm zurückgezogen. Ja, okay, das kennen wir schon. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ah, schön. Wieder einer. Ihr mit eurem Geballer. Ja. Könnte ich ja auch mal machen, aber ich habe keinen Bock. Oh, der hat ein rotes Schwert. Okay, das nehmen wir mit. Eines Lösungsmittel. Lesen. In Gedenken an den Seelenwächter Reis Vachan, ergebener Diener des Ordens. Er erfüllte... Ich bin tot. Hilfe! Hilfe! Aua! Ach nö. Können wir nicht wieder da spawnen? Ach, Menno. Ach. Ja, egal. Was soll's? Wir werden das mit den Schnecken da und Co. erstmal lassen, weil ich keine Ahnung habe, So. Dass wir da erstmal nicht mit dem Bedrängnis kommen. Wir werden jetzt hier hingehen. So. Fertig aus. Hallo Truthahn. Sachen gekriegt. Stunden der Ahnen. Ausrüsten. Ja, ja. Okay. Öffnen. Seelenpartikel, Feuerpartikel und Todespartikel. Keine Ahnung. Dann geht's weiter. Und na du? So, doch, das mal blocken. Das vergesse ich manchmal. Hallo Wolfi. Muss ich ausruhen? Ja.
ein Grauwolf. Schön. Schön. Oh, Nüsse. Mitnehmen. Okay. Oh, Nüsse. Nüsse, Nüsse. Wir haben wieder Punkte, glaube ich, ja. Ganz ehrlich, ich würde gerne in Gesundheit reingehen. Geschick. Und Stärke. Dann Waffenführung. Hier wieder 2 Punkte. Verleiht Treffern wie Wirbelkling einen von Ausdrucksgewicht des Spiels abhängigen Bonus. Einmal. Treffer mit Aufruhr gegen Ziele, die unter Massenkontrolle. Wenn du einen Gegner mit weniger als 30% Gesundheit triffst. Jeden Treffer bei Gegnern wird die Abklingzeit vom Wirbelkling um 5%. Oh, das ist gut. Das nehmen wir. Okay. Ja, das war das. Das brauchen wir nicht. Okay, weiter geht's. Was ist das? Oh. Pusteblumen. Also spätere Pusteblumen. Oder Butterblumen. Als Kind haben wir Butterblumen, die Blüten gegessen. Das war... Ja. Noch ein Wolf. Was ist das? Fehlt die Urin. Okay, wir müssen über den See. Flusskresse. Ja, vielleicht können wir das ja noch nicht so sammeln, die Schnecken. Weil uns vielleicht da was fehlt. Hanf. Oh Gott, jetzt wird auch noch gekifft hier. Naja, Hanf soll gut sein gegen Kopfschmerzen. Also, oh, hab ich mich erschrocken. ja. Also, ich weiß, dass man eben in der Apotheke in der Schweiz dieses, ach, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Substanz auch als, okay, als Tropfen bekommt. Und die sollen gegen Kopfschmerzen oder so sein. Hatte mir meine Schwester mal gesagt. Weil sie hat früher Hasch geraucht. Und ich hab's immer... Boah, es stinkt. Es hat gestunken. Ich hab dann mal dran gezogen und das nächste, was ich weiß, das war... Mir war sau schlecht und oh, ich hang über der Toilette. So, hallo. Die Lage ist ziemlich schlimm, nicht wahr? Wir haben Schwarmzauberer, wir haben Verlorene und die Leute verlieren langsam die Hoffnung. Aber ich habe einen Plan, wie wir alle wieder aufmuntern können. Weißt du, was alle lieben? Sicherheit, Freunde? Nein, Dessert. Wer könnte schon Leckereien ablehnen? Niemand, ganz genau. Ich habe ein paar davon auf der Farm vorbereitet. Aber ich komme nicht an sie ran. Zu gefährlich. Okay.
Ja, wenn du möchtest, kann ich ja auch die besorgen. Aber du könnt... Warte, du würdest das tun? Ein böses Ungeheuer streift durch die Felder und es gibt so viele Hutzelige. Ich habe versucht, zurückzugehen, aber ich kann es nicht. Ich hasse es, meine Freunde und Familie so zu sehen. Ja, wir versuchen es mal. Okay. Das war eigentlich gar nicht die Quest, aber okay. Nachtisch, machen wir Nachtisch. Nachtisch klingt immer gut. Und hier in der Schweiz ist ja auch erlaubt. Und man darf... Es gibt sogar diese Zigaretten. Es gibt Zigaretten zu kaufen am Kiosk, die diese Substanz ein wenig drin haben. Was ich natürlich schon. Ja. Oh, ich hab falsche Waffe. So, hörst du mal auf. Hörst du mal auf. So. Erdbeer, Blaubeeren, Speisekürbisse? Davon war doch nicht die Rede. Wo sind denn jetzt Erdbeeren? Okay, da ist eine Truhe. Eine große Truhe. Die müssen wir uns auch holen. Okay, gucken wir mal, was wir so finden. Aber hier ist ja nichts. Oh, hier. Speisekürbisse. Sehr gut. Schon? Das war's schon? Ich habe jetzt ein Riesenmonster erwartet. Mais kann man auch noch mitnehmen. Komm. Okay, aber Erdbeeren habe ich keine gesehen. Ich will auch Erdbeeren haben. Ja, es ist nur Busch, Busch. Okay. Wo ist sie? Da. Sind das Erdbeeren? Nein. Also ich hätte jetzt gedacht, da wären Erdbeeren, aber es sind keine. Und was ist das da für ein Strahl? Ich glaube, ich gehe mal da vorbei. So, das ist eine Fraktionssache. Ja, denn ich gehöre noch keiner Fraktion an. Du hast es geschafft. Ja. Du hast die Desserts. Mhm. Oh, heute Abend wird es in Korinth ein Festmahl geben. Aber wie wäre es, wenn wir hier schon mal kosten? Und was ist mit dem Festmahl? Ach was, wer braucht Abendessen, wenn es Dessert gibt? In Zeiten wie diesen kann ein bisschen Süße sehr viel bewirken. Es ist nicht nur der Nachtisch, der der Siedlung helfen wird. Nach Wochen mit zähem Trockenfleisch, das wie Leder schmeckt, wird jeder eine Mahlzeit voller Geschmack genießen. Und du hast einen? Ich werde dir dabei helfen. Aber zuerst brauche ich etwas, das mir die Piraten gestohlen haben. Piraten. Sie haben meine besten Gewürze geklaut. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Meine Gewürze riechen köstlich. Wenigstens haben diese seelenlosen Wüstlinge guten Geschmack. Mhm. Offenbar. Ich habe so meine Momente.
Zuletzt sah ich sie auf dem Weg nach Freibeuterbach und Mutters Tränen. Die Gewürze sind unübersehbar. Auch wenn du die leuchtenden Farben verpasst, musst du einfach deiner Nase folgen. Okay. Nach Freibeuterbach. Oh Gott. Das ist jetzt aber... Ich möchte jetzt erstmal das Numero Uno. So, da steht sie nämlich. Sprich, Grace. Hi, Grace. Ah, das ist schon besser. Hast du Freibeuterbach gesehen? Das ist ein Ort, an dem wir richtig plündern können. Ja. Wenn wir unsere Karten richtig spielen, können wir etwas von ihrem Diebesgut befreien und dafür als Helden bezeichnet werden. Sie haben Medeas Tribut gestohlen. Ah, jetzt ergibt es Sinn. Ich habe den Ort ausgekundschaftet und sie haben haufenweise... Nun, so ziemlich alles. Ich wette, das ist dein Tribut. Dann gehe ich rein und hole ihn wieder. Daran zweifle ich keine Sekunde. Aber hey, wenn du schon gehst, schau dich nach was Wertvollem um. Ich habe Gerüchte über einen riesigen Edelstein gehört. Hol dir den und wir sind reich. Ja, okay. Wenn du meinst. Okay. Wir haben mit ihr geredet. Wir haben einen Korb bekommen. Öffnen. Leckereien. Gesüßte Melone, glasierte Melonenbrot und süßer Waldbeerenaufguss. Und Lebenspartikel. Okay. Nochmal Lebenspartikel. Okay. Ich weiß nicht, wofür die gut sind. Okay. Wir sind Stufe... Was war für eine Stufe? 16 oder 17. Und hier gucken. Wo stand das denn? Fähigkeiten. Waffe, Schmiede, Kunst... Okay, okay. Ich weiß gar nicht, wo sehe ich denn nochmal? Ah, XP, Stufe 16 sind wir. Okay. Ja, wir sollen ja sowieso da rein. Wir müssen ja einiges besorgen. Die Gewürze. Und Kokage. Safransack. Safran. Komm, ich hab Bock auf dich. Chemiekiste brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich nehme es mit. Da noch was? Nee, ne? Pepper, Pepper, Peppersack. Okay. Dann haben wir hier... Achso. Jetzt? Kann ich das nicht nehmen? Ach so, ich soll die Kisten zertrümmern nur. Okay.
Was? Könnte aber auch mal was fallen lassen. Oh. Hier hätten wir noch was zum Zerstören. Und noch eine Vorratskiste. Ach so, ihr seid Feinde. Ist jetzt lächerlich, komm. Oh, habe ich das nicht schon? Zum x-ten Mal. Okay, da oben. Ach, da ist eine Treppe. Haben wir das hier? Dann haben wir hier Safransack nochmal. Dann haben wir hier noch was. Forstlager. Ja, die Animation ist weg. Da war doch vorher immer so ein bisschen Animation bei. Okay. Das hatten wir, glaube ich, aber auch schon. Okay. Warum kommt das immer wieder? Hallo. Das war eine glückliche Fügung. Du schon wieder. Zumindest. Ich war nicht gerade begeistert von der Aussicht, ewig in einem Käfig zu sitzen. Also danke wieder einmal. Ja, ja. Das war eine glückliche Fügung. Ich hatte eine Ahnung, dass die Piraten Verlorene waren, nur war ich etwas unachtsam beim Versuch, dies zu überprüfen. Aber jetzt wissen wir es, oder? Was bedeutet das? Ich weiß nicht, aber ich bin neugierig, ob sich die Piraten in die nahen Ruinen gewagt haben. Dort wurde eines der grünen Juwelen von Medea platziert. Okay. Ich muss weiter zu den Ruinen, um sie zu untersuchen. Du scheinst die Piraten mit Leichtigkeit erledigen zu können. Könnte ich deine Hilfe in Anspruch nehmen? Sicherlich. Was kann ich tun? Begib dich in das Kapitänsquartier im Lager. Ich wüsste gern, ob er das grüne Juwel irgendwo versteckt hat. Wenn mein Verdacht, wie so oft, stimmt, könnte das die Ursache für die Probleme von Windkreis sein. Suche also nach dem Juwel und komm dann zu den Ruinen. Viel Glück. Okay, die eine wollte doch auch einen großen Stein haben, Grace. Und jetzt will sie auch einen großen Stein haben. Oh, Krokodil Dundee. Schon wieder ein Safransack. Okay.
schnell lesen. Von Würfel und Gewürzen. Dauti, du Hund. Ich habe gehört, dass einer deiner Händlerfreunde dir einige Vorräte gebracht hat. Und er sagt, er hätte nichts dagegen, auch einen Brief mitzubringen. Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast, jemand diese Gewürze abzuluxen. Immerhin sind sie hier draußen ihr Gewicht in Azot wert. Möchte ich überhaupt wissen, was du im Gegenzug dafür gegeben hast? Ich reise irgendwann im nächsten Monat nach Windkreis. Ich hoffe, du hast deine Würfel noch. Ich habe fest vor, alles zurückzugewinnen, was du mir das letzte Mal abgeknüpft hast, samt Zinsen. Wenn du sie noch nicht alle aufgebraucht hast, versuche ich vielleicht einige dieser Gewürze zu gewinnen, um sie deiner Vorratskammer zu entreißen. Oh. Blöd. Und nein, deine Kochkünste sind nichts, worauf du wetten kannst. Auf bald, Kumpel. Okay. Kardamomsack. Noch einmal Kardamom. Kardamom, Kardamom. Was ist im Grunde versteckt? Außer Wasser nix. Da oben ist noch was. Hier waren wir. Kann sein. Alchemistenkiste, was wir eigentlich nicht brauchen. Aber okay. Und huch, da sind wir geslidet. Okay. Haben wir. Angebot des Sprechers. Lesen. Angebot des Sprechers. Kapitän Daute, wir waren uns nicht immer einig, aber ich würde euch gerne auf eine Unterfangen einladen, das für beide Seiten vorteilhaft wäre. Wie ihr wisst, hat Corinne der Hexerin Medea seit Generationen Tribut gezollt, aber dieses Arrangement ist wohl vorbei. Ich weiß, dass ihr und eure Mannschaft sich in der Vergangenheit diesen Tribut aneignen wolltet, aber von der Eisernen Rose gehindert wurdet. Jetzt würde ich euch dazu einladen, ein... Kapitän Doughty, wir waren uns nicht immer einig, aber ich würde euch gern auf ein Unterfangen einladen, das für beide Seiten vorteilhaft wäre. Wie ihr wisst, hat Korinth der Hexerin Medea seit Generationen Tribut gezollt. Aber dieses Arrangement ist wohl vorbei. Ich weiß, dass ihr und eure Mannschaft sich in der Vergangenheit diesen Tribut aneignen wolltet, aber von der Eisernen Rose gehindert wurdet. Jetzt würde ich euch dazu einladen, einen erneuten Versuch zu starten. Und dieses Mal wird die Eiserne Rose bestimmt nicht dazwischenfunken können. Tatsächlich werdet ihr merken, dass Hauptmann DuPont sich schnell ergeben wird, wenn ihr euch auf der Straße gegenübertretet. Im Gegenzug für eure Mitarbeit und Diskretion werde ich euch die Standorte der legendären grünen Juwelen mitteilen. So haben beide Seiten etwas davon. Mit freundlichen Grüßen und im Vertrauen. Francis Turner, Sprecher der Winde. Okay. Gut, braucht man nicht lesen.
Ja, ich hab mit dir nichts mehr am Hut. Verpilsel dich. Okay, Juwel haben wir auch. Was will der denn jetzt von mir? Oh, Krokodil auch da. Ja. Ich kann gehen, oder? Ich kann gehen. Ich brauche ihn nicht nochmal. Ich hau ab. So. wo war sie denn? Da. Verfolgt er mich noch? Na, haust du ab? Haust du ab? Keiner hat dir gesagt, du sollst hinter mir herlaufen. Bist du das Dummkopfs? Ach, du übrigens. Danke. Durch das, das Unschuld. Okay. So, meine Gute. Oh, süßer Erfolg. Ich kann die Gewürze schon von hier riechen. Ja? Der feurige Pfeffer, der reiche Duft von Safran, das wärmende Aroma von Kardamom. Ich muss ein bisschen für eine weitere Ladung Desserts aufheben. Ja, was willst du tun? Ich hätte gerne deftigen Eintopf. Aber erstmal stelle ich sicher, dass unser Trockenfleisch gut gewürzt ist. Mit diesen Gewürzen wird sich erstmal niemand mehr über gesalzenen Wolf beschweren. Okay. Das war's. Gut. Was möchtest du noch? Keine Ahnung. Der Ruin mit Nessa. Eigentlich ist der Part schon sehr lang, ne? Du meine Güte, hast du mich vielleicht erschreckt? Es ist doch klar, dass ich etwas Angst davor habe, allein herumzulaufen. Aber trotz der Gefahren muss ich unbedingt meine Sammlung vervollständigen. Welche Sammlung? Ach, also, ich bin Antiquarin. Jelena Pajidnova. Schön, dich kennenzulernen. Ich sammle Werkzeuge der Ahnen, Bauwerkzeuge. Alles, womit sie diese fantastischen Türme errichtet haben. Ich bin allerdings auf einigen Widerstand getroffen. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen. Oh, würdest du? Diese Wächter sind, nun ja, lästig. Ich belohne dich auch großzügig. Bring mir alle Werkzeuge aus den Türmen, besonders aus diesen beiden. Ach ja, und vielen Dank schon einmal im Voraus. Türme? Habe ich das nicht schon? Fantastischer Ausblick, nicht wahr? Wie haben sie diese Wunder nur erbaut? Wenn du einige Werkzeuge mitbringst, komme ich vielleicht dahinter. Okay, ich muss dann nochmal hin. Das ist... Triff dich bald in den Ruin mit Nessa. Wir gehen jetzt erstmal nach Nessa und dann beende ich den Part. Genau. Nessa. Ich habe gesehen, du hast neue Hosen für mich. Hey du, ist meine neue Stiefel hier. Da ist sie. Seuche dringt hier aus der Erde. Es war Aufgabe der Druiden, sie einzudämmen. Wir haben versagt. Da bist du ja! Sag mir, dass du den grünen Edelstein hast und genug Gold, um diesem verfluchten Ort zu entfliehen. Wie bitte? Das hast du wohl falsch verstanden. Das ist kein einfacher Edelstein, von dem du sprichst. Mit ihm lässt sich das Unheil aufhalten. Der Turm dort, der Edelstein, muss dorthin. Denn nur so können wir alle retten. Moment, Pflanzenprinzessin. Wir haben den Edelstein gefunden und werden ihn verkaufen. Wir brauchen das Gold für ein Schiff. Dieses Land und seine Bewohner.
brauchen den Edelstein da, wo er hingehört. Aber es muss doch irgendeine Belohnung geben, oder? Oder? Ach, so knapp! Ich konnte schon die Gischt in meinem Gesicht spüren. So. Tut mir leid, die Träume deiner Freundin von Reichtum zu zerstören. Aber sie sollte wissen, dass man die Insel nicht verlassen kann. Der Sturmwall ist eine Naturgewalt. Noch wichtiger ist jedoch, dass das grüne Juwel zu den Ruinen zurückgebracht werden muss, wenn wir dieses furchtbare Chaos beseitigen wollen. Ich verstehe. Das freut mich. Vor allem, weil ich dich gleich um einen weiteren Gefallen bitte. Ja. Ich hoffe, du bist einverstanden. Mhm. Die Ruinen werden von einigen recht übereifrigen Wächtern beschützt, denen ich nicht gewachsen bin. Du hingegen scheinst großes Talent zu besitzen. So, so. Manipulierst du mich? Oh nein, versprochen. Und ich sage das nicht nur, damit du mir hilfst. Du stimmst mir sicher zu, dass die Situation hier ziemlich aussichtslos ist. Und du bist kompetent. Das grüne Juwel muss wieder in den Ahnenschrein gebracht werden, sonst wird Windkreis weiter leiden. Ich kann in der Stadt nach Freiwilligen fragen. Die Stimme kommt mir so bekannt vor aus irgendeiner Serie. Ich weiß nicht, war sie die böse Königin in Once Upon a Time? Hey, du! Sag mal, geht's hier dran? Ich war hier am Reden und du hast mir den Sack da gelassen. Und ich häute dich jetzt. So, nochmal. Die Ruinen werden von einigen recht... Hatten wir. ...versprochen. Und ich... Das grüne Juwel muss wieder in den Ahnenschrein gebracht werden, sonst wird Windkreis weiter leiden. Ich kann in der Stadt nach Freiwilligen fragen. Machen um wir. Das Juwel wieder einzusetzen, musst du vielleicht die alten Mechanismen im Schrein bedienen. Aber das schaffst du sicher. Ja, ja. Ich muss mit der weisen Moira in Korinth sprechen. Es gibt noch zwei weitere Schreine wie diesen. Und wenn diese Juwelen fehlen... Nun ja, wir fangen gerade erst an. Dann sehen wir uns also in Korinth. Vollkommen. Du willst sicher mit deinem Freund hier sprechen, aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ersetze das Juwel und komm dann nach Korinth. Wir sehen uns dort. Okay. So. Jetzt erstmal... Mal schauen. Okay. Schlechter. 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 Ich dachte, ich hätte ein paar Hosen gekriegt. Ach, das war hier was? Geheimnisvolles Beinkleid. Musketierhose des Waldläufers. Nächste Reiseprovinz schließen. Ja. Ausrüsten. Okay, dann können wir ja jetzt das ausrüsten. Ja, passt ja. Wie Faust aufs Auge. So, was haben wir denn hier? Streitaxt des Soldaten. Ist das eine Zweihand oder Einhand? Ja, ja. Zeig mal. Nein. Ich nehme mein Langschwert wieder. Danke. Dann haben wir hier eine Feuerbüchse. Eine Muskete. Okay. Schlechter. Lebensstab der Weisen. Hm. Salzige Schrottkugeln. Brust. Eine Donnerbüchse. Hm. Und ein Speer. Ja, sehr schön. Okay, ja, sieht doch nett aus. Jetzt passt das mit dem pinken und schwarzen Hose. Gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen.
Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Adios.